Heute zeige ich euch anhand von aktuellen Studien, wieso ich auch im Sommer Vitamin D3 nehme und etwas, was ich vorher noch nicht wusste, was Vitamin D in meinem Körper verhindern kann. Was mich noch mehr dazu animiert hat, es wirklich täglich zu nehmen. Wieso täglich, habe ich bereits mehrfach erklärt. Es ist kein typisches Speicherhormon, denn es kommt auf das freie Vitamin D an, was noch nicht durch die Leber gelaufen ist. Doch eins nach dem anderen. Diese Studien zeigen schon damals viele Faktoren, wieso es nicht reichen kann, nur in die Sonne zu gehen. Im Winter schon gar nicht, ja? Das wissen wir mittlerweile alle. Punkt Nummer 1. Der Winkel der Sonne ist entscheidend, steht die Sonne zenital, das heißt von oben herab, gerade. Wir sehen, dass wir am besten zwischen 12 und 13 Uhr mittags Vitamin D3 bilden können. Der Rest ist extrem herabgesetzt. Um 3 Uhr, das heißt 15 Uhr, bilden wir nur noch 30% von dem Vitamin D3 wie noch um 12 Uhr. Kommen wir denn immer pünktlich um 12 Uhr in die Sonne? Das ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Dann hängt das davon ab, wo wir uns befinden. Hier zum Beispiel sieht man, dass der Stadt Boston doppelt so viel Vitamin D3 gebildet werden kann wie in der Stadt Bergen. Boston liegt circa auf dem Niveau von Mitte Italien, also Rom, wo deutlich mehr Sonne ist, wie zum Beispiel in Deutschland oder Österreich und der Schweiz. Daher wirkt sich das auch schon noch auf die Monate aus, ja, in denen wir gut Vitamin D3 bilden können. Ja? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht immer können wir Vitamin D3 bilden. So wie ebenfalls die Luftverschmutzung. Hier zum Beispiel Schwefeldioxid reicht aus, um das Vitamin D zu filtern aus den Sonnenstrahlen. Diese Menge kann dann nochmal um das Dreifache reduziert werden dadurch, je nachdem wie viel Smog so in der Umgebung ist. Das sehen wir auch nochmal, dass SO2, also Schwefeldioxid, genau die Wellenlänge blockieren, die Vitamin D3 bei uns bildet in den Zellen, ja, als 7-Dehydrocholesterol. So heißt es, wenn es bei uns in den Hautzellen gebildet wird. Ebenfalls die Höhe der Stadt ist entscheidend. Am Mount Everest Base Camp bildet man circa 5-mal so viel wie in der Stadt Agra. Ja. So. Wir sehen ebenfalls die Plexiglas-, Glas- oder Glas-Thematik, das heißt, Vitamin D3 wird dadurch nicht gebildet, man muss wirklich direkt in der Sonne sitzen. Was wir ebenfalls sehen, dass nach einem Sonnenbad ja, der Spiegel von Vitamin D3 massiv abfällt, um ca. 80% und das schon nach 8 Tagen wieder. Auch Sonnencreme-Nutzer oder Menschen, die viel Kleidung tragen, senken massiv die Vitamin D3-Synthese durch die Sonne. Auch die Hautfarbe entscheidet darüber, wie viel du bildest. Ein Afroamerikaner, hier zum Beispiel in B zu sehen, bildet so gut wie gar kein Vitamin D3 mehr. Also je länger ihr es betreibt, desto mehr Farbe werdet ihr annehmen und desto weniger werdet ihr dementsprechend wieder Vitamin D3 bilden. Je weißer ihr seid, desto mehr werdet ihr auch aufnehmen, aber auch da könnt ihr vorerst nicht lange in die Sonne, da sonst ein Sonnenbrand droht, der zu viel oxidativen Stress führt und das später das Krebsrisiko stark steigen lässt. Daher immer sehr langsam anfangen, denn Sonne ist wirklich sehr, sehr wichtig, ohne geht's auch nicht. Der letzte Punkt ist das Alter. Mit zunehmendem Alter sinkt massiv die Fähigkeit, Vitamin D3 zu bilden in der Haut durch die Sonne, das sehen wir ebenfalls hier. Wir sehen hier, dass nicht mal ein Drittel des Vitamin D3 bei Älteren gebildet wird, wie bei Jüngeren noch. Die wichtigste Abbildung ist diese, denn man sieht hier 1 MED, das ist das Sonnenbad im Bikini, ja, und dort werden deutlich tiefere Werte erreicht, wie durch die Supplementation überhaupt möglich sind, das wissen auch viele nicht. Wichtig, denn die Sterberate, zum Beispiel die Mortalitätsrate, sinkt aber rapide, je mehr UVB-Strahlung aufgenommen wird. Sehr schöne Abbildung, gerne Screenshots machen und verteilen. Und liken übrigens, wenn es noch nicht getan hast. Man ist deutlich länger tumorfrei, wenn man mehr Sonne genießt, das sehen wir hier. Doch oft wird hier genau das Gegenteil propagiert von den Medien leider. Je schlechter der Winkel der Sonne in den Städten, wo die Menschen leben, desto höher ist die Multiple Sklerose-Inzidenz bei den Menschen. Und das gleiche gilt übrigens auch für das Diabetesrisiko und für den Blutdruck und für die Schizophrenie. Die Empfehlung der Endocrine Society sind teilweise bei 10.000 internationalen Einheiten pro Tag. Das ist mehr als das Zehnfache, was in Deutschland überhaupt erlaubt ist. Und da fängt der Hamster schon an zu humpeln. Denn hier wird einem Zweijährigen die gleiche Menge Vitamin D3 empfohlen wie einem 30-jährigen Mann, auch wenn er 100 Kilo wiegt. Denn was viele Studien kausal zeigen und Menschen am Leibe erleben, wie auch hier, dass bei 1.000 internationalen Einheiten pro Kapsel, ja, überhaupt kein guter Vitamin D3-Spiegel aufgebaut werden kann. Schon gar nicht im Winter, ja. Denn dieses schafft man circa nur 10 Nanogramm pro Milliliter, was ein extrem Mangel wäre hier.
Und maximal sehen wir 30 Nanogramm pro Milliliter kaum erreicht werden, was immer noch ein extrem schlechter Vitamin D3-Spiegel wäre, da man unterversorgt ist. Denn zwischen 60 und 80 ist der Sweet Spot. Das ist heute klar in der Wissenschaft. Aber jetzt kommt etwas ganz, ganz Entscheidendes, was ich euch noch zeigen möchte, was Vitamin D3 auf jeden Fall verhindert bei uns im Körper und was so noch nicht in dem Maße gezeigt worden ist und aufgedeckt worden ist. Das ist wirklich ein richtiger Kracher. NFKB heißt auch NFKB. Das ist ein Protein. Dieses spielt eine Hauptrolle für den Entzündungsprozess bei uns im Körper. Denn es steuert die Zellteilung, die Immunantwort und das Zellsterben unserer Zellen im Körper und damit auch die Krebserstehung. Denn alle drei Punkte, die ich zuvor genannt hatte, sind entscheidend für die Entstehung von Krebs. NFKB, das Protein in unserem Körper, kommt in jeder Zelle von Säugetieren vor. Daher können wir uns nicht verstecken, denn wir sind unter anderem auch Säugetiere und das macht dieses NFKB so verheerend. Denn es kann an unsere eigene DNA andocken mit seinen 10 Basenpaaren und die Expression, also das bestimmen, was deine DNA gerade herstellt für dich. In den meisten Zellen liegt NFKB aber inaktiv vor. Also nicht im Zellkern. Dieses wird aber aktiviert durch, jetzt kommt, Bakterien, Viren. Ihr erinnert euch, 90% der Menschen tragen das Epstein-Barr-Virus in sich. Ja? Aber auch RNA-Fragmente, darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber auch durch Strahlung, ja, oder Sauerstoffradikale. Oder beim Braten, wo die entstehen, dann nehmen die Sauerstoffradikale. Oder beim Rauchen, oder durch Stress, oder Schwermetalle. Oder Mikroplastik, ja, im Prinzip alles, was uns heute so umgibt und das ist das Fatale. NFKB ist bei uns oft mehr erhöht, als es eigentlich sollte, denn das wollen wir auf keinen Fall. Die Quintessenz ist jene, dass man NFKB nicht übermäßig aktiv haben möchte, ganz klar nicht. Das führt zu Entzündungen bei uns im Körper, im extremen Maße und zum Zellsterben. Dazu schauen wir uns diese sehr interessante Studie an. Hier wurde die Chemo genommen als Referenzwert, um NFKB zu aktivieren, welches dann zu deutlich mehr Entzündungen führt und zum Zellsterben, vor allen Dingen von Nierenzellen, was ein großes Problem darstellt bei der Chemo. Nur habe ich noch nie von meinem Arzt, ja, gelesen oder gehört, der gesagt hat, unbedingt noch wirklich Vitamin D3 dazu nehmen. Ich zeige dir was, was der Arzt nicht zeigt. Es geht hier um Säugetiere, ja, da so ein Versuch bei Menschen von der Ethikkommission sicherlich nicht standgehalten hätte. Ja, ich bin auch gegen Tierversuche. Nur bezahle ich niemanden dafür, diese Tierversuche zu machen, sondern ich nutze die kostenlosen Daten und stelle sie euch einfach aufgearbeitet vor. Punkt. Hier geht es darum, wie stark NFKB aktiviert wird durch die Chemo und welchen Einfluss Vitamin D3 dabei bei Säugern allgemein hat. Aber wie gesagt, NFKB ist in jeder Säugetierzelle, also auch in jeder Zelle von uns Menschen drin. Aber ganz wichtig, auch wenn Menschen keine Chemo bekommen, das ist kein Video jetzt, oh, ich kriege ja keine Chemo, muss ich mir die angucken. Nein, das ist nur repräsentativ. Du bist Mikroplastik ausgesetzt, du bist genauso Schwermetallen ausgesetzt, ja. Cisplatin, die Chemotherapie, ist nichts anderes als Schwermetall, ja. So. Und du bist genauso oxidativen Stress ausgesetzt, du bist genauso Viren ausgesetzt, ja. NFKB ist bei dir auf jeden Fall genauso aktiviert. Zunächst sehen wir WT. Das steht für Wild Type, also ein Tier ohne Vitamin D3 und ohne Chemo. Da liegt der NFKB bei 0,2. Bekommt dieses Tier jetzt eine Chemo mit Cisplatin, also einem Schwermetall, dann sehen wir im nächsten Balken steigt der Wert von NFKB ja circa um das Dreifache auf 0,6. Und das wollen wir nicht. Jetzt aufgepasst, der nächste Balken, dort sehen wir, dass trotz der Chemo hier mit CP, also Cisplatin, der Entzündungswert NFKB massiv sinkt auf 0,3 wieder, also nahezu auf dem Normalwert, trotz Chemo. Doch wofür steht jetzt dieses P200, was dafür gesorgt hat, dass sich dieser Entzündungswert halbiert hat oder fast auf einen Normalwert gegangen? Also mehr erfahrt ihr nach der Werbung. Spaß. P200 ist Paricalcitol. Das ist einfach ein aktiviertes Vitamin D3 für Menschen, die es selbst nicht mehr bilden können in der Niere. Ich wiederhole, die Entzündungsaktivität durch die Chemo kann nahezu auf wieder Null gesetzt werden, wenn aktives Vitamin D3 anwesend ist und Chemo ist einer der krassesten Trigger
des Aktivators NF-Kappa-B. Von daher überlegt euch mal, ihr bekommt keine Chemo, natürlich die meisten nicht. Und überlegt mal, wie gut ihr dann dementsprechend Puffer habt, wenn ihr trotzdem genügend Vitamin D3 immer habt. Dann schauen wir uns mal an, wenn der Vitamin D-Rezeptor aus den Genen der Tiere entfernt wird. Das heißt, Vitamin D3 kann nicht mehr in den Zellen andocken. Das heißt dann auch K.O. hier in der Studie. Und was hier passiert dann dementsprechend ohne Chemo? Erstmal nichts, ja, da auch kein Trigger da ist. Kommt dieser aber hinzu, also die Säugetiere haben keinen Vitamin D3-Rezeptor, aber bekommen eine Chemo, also einen Trigger, dann schießt der NF-Kappa-B-Wert extrem nach oben über den Wert, als wenn die Tiere quasi einen Vitamin D3-Rezeptor hätten. Und selbst dann, ja, wenn auch Vitamin D3 gegeben wird, sehen wir im letzten Balken, aber ohne Vitamin D3-Rezeptor kann der Wert nicht mehr stark genug sinken, wieder auf Normalwert. Was sagt uns das? Vitamin D3 ist eine Art, ja, Lebensversicherung für uns, da es direkt auf Umwelteinflüsse wirkt, die das Protein NF-Kappa-B aktivieren und zu Entzündungen führen würden, ne, bei uns im Körper. Hast du nicht ausreichend Vitamin D immer zur Verfügung, schießen die Entzündungswerte nach oben je nach Trigger und die sind abundant bei uns in der Umgebung. Überall sind wir diesen Triggern ausgesetzt. Das ist aber noch nicht alles, denn Vitamin D schützt nicht nur vor Entzündungen, sondern auch vor dem Zelltod. Der Nierenmarker für die Funktion der Niere, das Kreatinin, ja, welches normal gefiltert wird, gibt Aufschluss über die Vitalität der Nierenzellen. Wir sehen hier das gleiche Bild. Die Chemo lässt die Nierenzellen Vitalität ja extrem sinken, ja, und das Vitamin D3 halbiert erneut den negativen Effekt der Chemo. Das gleiche gilt auch für BUN-Werte, das ist der Harnstoffwert im Blut, ja, und der ist ebenfalls ein Nierenfunktionsmarker. Auch hier das gleiche Bild. Vitamin D3 halbiert circa wieder den negativen Effekt dieses Triggers der Chemotherapie. Und zum Schluss eine weitere Nierenmarke, Cystatin C, ist übrigens der beste meines Erachtens, ja, ein Protein, welches ebenfalls gefiltert werden sollte durch die Niere. Auch hier sehen wir, Vitamin D3 halbiert die Toxizität in der Niere durch den Trigger Chemotherapie, allgemein durch das aktive NF-Kappa-B. Jetzt zum Schluss die Kausalitätsprobe. Entfernt man hingegen den Vitamin D3-Rezeptor an der Zelle, hat das Vitamin D keine positive Wirkung mehr auf die Verhinderung der Schäden durch die Chemo. Und damit ist kausal belegt, dass Vitamin D3 Zellen vor dem Zelltod schützt und die Funktion aufrecht erhält, sowie die Entzündungsmaschinerie NF-Kappa-B hemmt. Leider nicht so eine gute Bildqualität hier, aber links steht dann Cell Death, also Zellsterben, und man sieht hier, durch das Vitamin D kann das Zellsterben durch die Chemo halbiert werden. Daher nochmal, hier war der Trigger die Chemo. Aber Schwermetalle, Mikroplastik, Viren, Bakterien, Sauerstoffradikale treffen uns täglich kombiniert und daher ist und bleibt Vitamin D3 der beste Feuerlöscher für deine Gesundheit und sollte niemals fehlen. Doch wichtig, je mehr Sonne und Vitamin D3 man einnimmt, desto mehr Magnesium wird im Körper verbraucht, denn man benötigt für jeden Verarbeitungsschritt im Vitamin D3-Zyklus im Körper Magnesium. Das seht ihr hier, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ohne kann das ganze Konstrukt nicht funktionieren. In der Studie sehen wir ebenfalls verschiedene Formen wie Magnesium, Malat, Bisglycinat, Citrat und so weiter getestet worden sind. Und man sieht ganz kausal, Magnesium-Citrat hat die beste Bioverfügbarkeit, denn es kommt ja am meisten im Muskel an. Denn der Muskel bietet auch die größte Oberfläche zu wirken. Da ist das Wichtigste, wie es in den Muskel kommt. Ja, dass die größte Oberfläche ist, wie es im Körper hineinkommt, ja. Daher dringend umstellen, Leute, auf das Citrat. Das war's vom Video. Schaut sehr gerne in die Videobeschreibung. Dort habt ihr ebenfalls auch laborgeprüftes Vitamin D3. Ganz wichtig, es gibt in Deutschland keine Behörde, die prüft, wie viel Vitamin D3 ist da wirklich drin in dem Vitamin D3. Es kann zu toxischen Wirkungen kommen, es kann zu immer wieder Nierenversagen und so weiter, weil die Produkte nicht laborgeprüft sind. Bei uns habt ihr genau den Vitamin D3-Wert bestimmt. Da seid ihr 100% sicher. Deshalb macht keine Kompromisse. Es geht um eure Gesundheit. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke für deinen Support. Ciao.